Nachdem Ford schon Anfang des Jahres erste Teaser-Trailer veröffentlicht hat zum neuen Shelby GT500, gab es nun ein Händler-Event in Las Vegas, bei dem der Wagen vorgeführt wurde, allerdings nur hinter verschlossenen Türen. Zwar hatte man Handys eingesammelt von den Leuten, die teilgenommen haben, hat alles nichts genützt. Die ersten Bilder vom GT500 sind durchgesickert und eben auch die ersten richtigen Informationen. Fangen wir erstmal mit der Optik an. Vielen Dank geht hier an den Instagram-User Sinister Lifestyle. Von ihm sind diese ganzen Bilder. Wer weiß, wo er die herbekommen hat. Auf jeden Fall sind die von diesem Event in Las Vegas. Und hier sehen wir das erste Mal den realen GT500, wie er aussehen wird. Viele werden sich jetzt bestimmt wundern, Moment, was ist das denn? Warum hat er denn die Scheinwerfer vom 2015er Mustang und nicht vom aktuellen Facelift? Schon im Teaser-Trailer Anfang des Jahres haben wir gesehen, dass Ford für den GT500 tatsächlich die alten Scheinwerfer nutzt. Ich vermute mal, sie werden auf dem GT350 aufgebaut haben, um den GT500 zu bauen. Vielleicht hat es nicht mal in den Plan gepasst, die neuen Scheinwerfer einzubauen. Man weiß es nicht, auf jeden Fall kommen diese tatsächlich so an den Wagen. Auffällig ist auf jeden Fall auch diese schwarze Strebe vorne an der Front. Da gibt es ja auch beim aktuellen Camaro SS eine große Diskussion, ob man das schön findet oder nicht. Auf jeden Fall setzt sich dieser Trend jetzt auch bei Ford durch. Dazu haben wir viele aerodynamische Verbesserungen. Wer genau hinsieht, wird sehen, dass zum Beispiel neben den Scheinwerfern auch so eine Lüftungshutze ist, damit da auch Luft durchgeht. Genauso sollen auch viele Carbon-Elemente an dem Fahrzeug verbaut sein, um eben auch Gewicht zu sparen. Richtig protzig kommt der Wagen auf jeden Fall daher durch den großen Frontsplitter, der vorne auch verbaut ist, und auch den riesen Heckflügel. Interessantes Detail noch am Rande, am Heck werden wir wahrscheinlich trotzdem die Facelift-Rückleuchten sehen, die diese geknickte Form haben, auch wenn man das auf den Bildern nicht sieht, aber das sah man eben in den Teaser-Trailer damals schon. Kommen wir zur Leistung, was soll der GT500 also bringen? Hier sagen die Insider, dass es wohl am Ende zwischen 780 und 790 Horsepower geben soll. Also das heißt, umgerechnet in unsere PS hier in Europa wären das so 795, knapp 800. So viel PS soll dann der Wagen haben. Und der Wagen wird auch als Handschalter angeboten, als Basismodell. Wer möchte, kann aber auch die moderne 10-Gang-Automatik, die man auch im Facelift-Mustang kaufen kann, optional dazu nehmen. Wie beim GT500 kommt der Wagen jedoch nicht nach Europa. Das passt wohl mit keinen Emissions- und Flottenverbrauchswerten und allem zusammen. Das kann man sich ja zusammenreihen. Auch die Abnahmemenge wird wahrscheinlich ein bisschen gering sein, um dann eben eine komplette Homologation zu erreichen. Nichtsdestotrotz, Importeure haben ja auch schon den Camaro CL1 1LI nach Europa gebracht. Den GT350 kann man auch über Importeurhändler kaufen. Also schaut einfach da, wenn euch der Wagen interessiert. Der Wagen erscheint Mitte nächsten Jahres wohl mit dem Modelljahr 2020, was Ford dann rausbringt für den Mustang. Preislich wird der Wagen sicherlich kein Schnäppchen. Also wer nächstes Jahr über einen Importeur zugreifen will, sollte schon über 100.000 Euro damit rechnen, die er am Ende hinlegen muss für den Wagen. Wir sind natürlich gespannt, was für eine Performance am Ende der GT500 abliefern wird. Hier streitet man sich ja jetzt schon in manchen US-Foren, ob man erwarten kann, dass der Wagen wirklich mit so einem Dodge Demon auf einem Viertelmeilenrennen mithalten kann oder ob er an die Rundenzeiten von dem Camaro CL1 1LI mithalten kann. Da sind wir einfach mal gespannt, was kommt. Als nächstes müsste dann irgendwann die offizielle Vorstellung von dem Wagen erfolgen seitens Ford. Sobald sich da etwas tut und es richtige offizielle Infos mit Videos und allem gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. So viel also zum GT500. Kommen wir zum Schluss noch zu einer kleinen Anmerkung in eigener Sache. Nicht jede Info über irgendein modernes Muscle Car, also Mustang, Corvette, Camaro, Challenger und so weiter, ist es immer wert, dass man ein richtig schön großes Video draus machen kann, wo man auch was zu erzählen kann. Für diese ganzen Infohäppchen gibt es modernmusclecars.de. Hier haben wir jetzt nicht nur aktuelle News zu allem, was bei den Autos an Neuigkeiten rauskommt, sondern auch ein Forum dahinter, wer sich also ein bisschen austauschen möchte und sich nicht nur auf ein Modell festlegen möchte, sondern auch mal über den Tellerrand hinausschauen, was die anderen Modelle so machen und was es da Neues gibt. Schaut einfach mal vorbei und wenn ihr regelmäßig wiederkommt, freuen wir uns natürlich. Zum Schluss bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Drückt auch gerne mal den Gefällt mir oder Abonnieren-Button, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt in dem Kanal. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!